gut einer Woche hat Samsung in drüben, London, in LA, irgendwo in Amerika, und für europäischen Journalisten in London. Ich wollte gerade sagen, ja. Schon mal in London für uns als nächstes. Genau, haben sie vorgestellt, neue Telefon aus der Galaxy-Serie für die Masse, Brot- und Buttergeräte, die sie so haben. Ah, ich meine, es ist schon Flagship, Premium, also Brot und Butter. Es sind vier Modelle, wenn man das 5G wegnimmt und das E nimmt, das ist dann schon ein schönes Brot. Brot und Butter klingt immer nach Masse. Obwohl die auch von denen genug verkaufen. Also ich glaube, Galaxy verkaufen sie genügend. Ja, E. Günstiger. Und A. Ja, A. Aber das wurde erst jetzt vorgestellt. Beginnen wir doch mal mit, Samsung hat gezeigt, und ich glaube, gehen wir groß auf das Gefaltete ein? Ja, also ich meine, das Samsung Fold, jeder faltet hier auf dem Mobile World Congress. Wir kennen ja kaum einen Einstand, wo nicht irgendwas gefaltet ist, auf irgendeine Art und Weise. Und wenn es nur am Ende nur das Prospekt ist. Das Samsung Fold konnte man sich hier auch auf dem Mobile World Congress angucken, hinter Glas. Sind, glaube ich, waren das zwei Geräte, die so drin hatten? Links, eins von vorne, eins von hinten oder genau. Vier? Nee, zwei links, rechts und vorne, hinten waren es die gefalteten und rechts und links die drei 10 Galaxy okay, 10S also, Modelle. Also zwei Samsung Fold waren hier hinter Glas zu betrachten, war auch immer schön besucht, alle Leute knipsen das, weil es ja irgendwie ganz toll, ganz neu ist. Aber ich glaube, ich meine, das ist jetzt nicht das Thema von dem Video. Das ist nicht das Brot- und Buttergerät. Das absolut nicht. Wir hatten heute eine Standtour bei Samsung. Samsung Schweiz hat uns ein bisschen durch die neuen Produkte geführt. Und nachdem, dass wir eben das Gefaltete gesehen haben, ging es dann ziemlich schnell zu den, ich sag's jetzt doch wieder, Brot- und Buttergeräten, zum Galaxy S10. Das E, das 10, S10 Normal und das S10 Plus. Und konnte die ein bisschen anschauen, anfühlen, haben ein bisschen was erklärt bekommen. Extrem leicht. Ist mir sofort aufgefallen. Genau, absolut total leichte Geräte. Heraussteckend ist natürlich halt, dass es einen Punch-Hole gibt für die Kameras. Also bei dem S10e und beim normalen S10 ist es halt einfach nur ein Kreis reingepuncht. Und beim S10 Plus ist es halt ein bisschen breiter, weil halt zwei Kameras drin sind. Genau. Und wenn wir dann gleich noch aufholen, dass gleiche Modell mit 5G hat dann nochmals eine Erweiterung, wo in der Mitte noch ein Sensor drin ist für die Tiefenschärfe. Genau, das ist natürlich auch von der Größe, von der Bildschirmfläche noch einen Tick größer als das Plus. Also von daher, aber auch alles tolle Geräte, schönes Design, kein Thema. Gute Software mit Android und ihrer Erweiterung von Android. TouchWiz, das habe ich auch in der Geekrock News Folge schon gesagt, schon im Dezember, wo sie Pi aufgespielt haben auf die aktuellen Geräte. Mir gefällt das langsam mittlerweile wirklich sehr gut, wo ich früher ein absoluter Graul davor hatte, TouchWiz mit diesen grellen Farben, orange, grün und so weiter. Und jetzt mittlerweile auch eben mit diesem, es haben das Google Design ein bisschen umgesetzt, das, wie heißen die Dinger? Material Design ein bisschen mehr umgesetzt und eben was ganz cool, was ich gefunden habe, die unteren zwei Drittel sind jeweils da, wo du gearbeitet hast und der obere Drittel ist so der Anzeigemodus, genau. Also Mail, SMS. Da ist so eine Logik drin, halt, wenn ich in der Mail-App bin, habe ich halt oben die Voransicht der Mail, unten habe ich halt meine Kontaktdaten, wo ich was schreiben kann. Ähnlich wie zum Beispiel auch bei der SMS und all sowas. Also genau. Das ist halt ein logisches Konzept und in der Bedienungsführung, was echt toll umgesetzt ist. Genau, so darauf ausgelegt, dass man auch mit größeren Screens halt einhändig bedienen kann, was ja sonst vielfach das Problem ist, was man nicht gut kann oder nicht so einfach kann. Genau. Dann ging es weiter und zwar in Richtung der Wearables? Nee, in Richtung Desktop. Nicht so. Desktop. Man schließt so ein Gerät heutzutage gerne auch mal an den Desktop an. Früher hatten sie eine Dockingstation in den letzten beiden Galaxy-Jahren, wo man das Ganze aufstecken konnte und dann hat man es übertragen und hatte dann ein größeres Android auf dem Display. Jetzt geht das ganz einfach. Wir waren ja bei USB. USB-C. Genau. USB-C einstecken, es geht Strom ins Telefon rein und die Daten, also das Bild, geht aufs Display und schon habt ihr Betriebssystem. Genau, also im Endeffekt auf dem Desktop ist es dann halt das Android umgewandelt, natürlich in Landscape-Modus, sieht halt aus wie der klassische Windows-Desktop, man findet sich direkt zurecht und kann da ganz normal arbeiten, seine Dokumente
ja, verwenden und nutzen und weiter bearbeiten, wie man es gewohnt ist von einem Windows-Rechner, wo man beispielsweise, sag ich mal, Office benutzt. Das ist ein gutes Stichwort. Da hatten Sie das ja nicht groß propagiert, aber im letzten Jahr die Kooperation bekannt gegeben mit Microsoft. Die Apps, die eben auf dem Smartphone laufen, auf Android, laufen da auf dieser DeX-Oberfläche dann wie ein richtiges Office. Nicht irgendwie so abgeschlacktes, sondern richtig schön größer. Also macht Sinn, auch vor allem heute mit den bis 1 TB Modellen, was Sie ja mittlerweile haben. Genau, das größte Modell Speicher ist halt 1 TB von den S10 Geräten. Plus, aber nur von Plus. Genau, die von anderen Plus, bis 512. Was auch nochmal erweitert werden kann, ich glaube um 512 oder 256. Ich glaube, da kriegst du ein oder zwei rein. Ja. Bin nicht ganz sicher. Ich meine, halt so viel ist es nämlich dann auch nicht. Aber ja. Ich meine, der Punkt ist, wenn sich ein 1 TB Gerät holt, der ist eh gesettelt. Also ich meine, also. Und sonst hast du noch die Cloud. Genau, du hast die Cloud. Schmeißt du ein bisschen rein. Genau, und wenn wir beim Desktop sind, das geht halt mit dem S10X, aber auch zum Beispiel mit dem neuen Tablet. Dann umgehen wir die Wearables und gehen gleich zum Tablet, zum so dünnen Tablet. Mhm. Ich meine, ich liebe ja mein iPad. Das ist schon schön angenehm dünn, aber das Teil ist nochmals ein Ticken dünner. Genau. Ist auch nicht ein 12,9 Zoll, aber 9,7, glaube ich. Ja, irgendwas okay. Um den Dreh rum. Angenehm dünn hat die Speaker-Technik von AKG, die sie ja aufgekauft haben, zugekauft? Ganz? Ne, Kardemann. Ne, ja, Harman Kardon. Harman Kardon gekauft, genau. Die Speaker-Technik ist da mit drin verbaut. 4 Speaker beim größeren, beim kleineren sind es 2. Und ja, halt eben ein schönes Tablet mit Android drauf, wer sowas braucht. Und auch da eben einstecken, USB-C, DeX, Computer. Und du hast einen größeren Monitor und größere Fläche zum Arbeiten. Ganz genau. Und du kannst das als Mauspad nutzen, beim Telefon und beim Ding auch. Also du kannst externe neben dem eine externe Tastatur anschließen und anstatt eine Maus einfach auf dem Telefon rumdaddeln. Genau. So, und dazwischen haben wir uns nämlich noch die Wearables angeschaut, was eigentlich die neuen Earbuds waren, die wir uns angeschaut haben. Die haben uns zwar auch die Uhr gezeigt, die Uhr hat, sorry, also ich wollte die Uhr holen, die habe ich so nicht am Arm. Ich bin hier nochmal. Dazwischen haben sie uns dann eigentlich die Wearables gezeigt, was eigentlich gefühlt die Earbuds waren, zumindest haben die mich interessiert, aber sie haben ja auch eine neue Smartwatch am Start, eher in Richtung Fitness orientiert. Jeweils an der IFA zeigen sie ja von den Galaxy-Uhren das neueste Modell, hier das 4er aus dem letzten Jahr. Ich liebe es, wer uns verfolgt in diversen Formaten, mobil bezahlen, hier links über die Apple Watch und rechts über die Samsung Watch mit Samsung Pay. Das neue Modell, was sie vorgestellt haben, ist ein Ticken kleiner, für eher für den Sport gedacht, also eine sportliche Uhr. Ticken unschön, wie ich finde, ist, dass sie jetzt, die hat gefühlt, ich weiß nicht, ob du geachtet hast, so einen dicken Rand rundherum. Sie ist kleiner, das ist schön, auch für dünnere Ärmel, für Frauen und auch für Männer, aber der Rand ist ziemlich hässlich. Da habe ich nicht so drauf geachtet. Ich fand halt, es war eine relative, halt, so doof wie es klingt, eine Frauenuhr, also eher für dünnere Arme. Dünnere Arme, ja. Und also sportlich ist was anderes, ehrlich gesagt. Also was ich so als Sportuhr klassifiziere. Sie schaut würde. Elegant aus, nicht sportlich, ja. Nicht so wie man die Klopper kennt halt. Genau, aber Earbuds ist ein gutes Stichwort, die Sie vorgestellt haben. Wir kennen sie ja im Geek Talk, dem Newsformat, nennen wir die gern die zerstampften Schlümpfe. Und die sind jetzt mittlerweile in der dritten, vierten Generation schön gewachsen. Die haben Touch-Bedienung, die haben Wasser. Zwei Mikros drin, eins inwendig im Ohr, eins draußen. Wenn es zu viele Umgebungsgeräusche ist, nimmt er das, was über den Körper blubbert und bewegt sich mit rein, verstärkt und solche Geschichten. Ladecase logischerweise USB-C. Genau, integriert, wie wir es zum Beispiel auf dem iPhone kennen, sobald das Ladecase aufgeht, zeigt das S10, was beispielsweise nebenan liegt, direkt an. Ja, die sind verbunden, die sind da, du kannst sie direkt nutzen. Also Usability ist super. Das ist genauso. Usability ist eben, wie wir es halt gewohnt sind. Was sie uns nicht gezeigt haben, was ich das Coolste eigentlich an den ganzen Geräten finde, wenn du ein S10 verkehrt rumhinlegst, Huawei hat das ja im letzten Jahr schon gezeigt mit dem Smartphone. Hier kannst du die Earbuds drauflegen oder die Uhr drauflegen und du lädst vom Smartphone aus deine Wearables. Was aber ein Feature vom S10 ist.
Genau. Und nicht für, von den Earbuds, weil auf das S10 kann ich theoretisch auch andere Sachen legen, die das laden könnten. Die ein Wireless Charging können. Genau. Genau. Dann ging es weiter in Richtung Tablet, dann die günstige, also die Mittelklasse-Reihe, mhm. das A50, wenn es mich nicht irrt, sonst tut es mir leid, Samsung. A50 muss ich sagen. A50. Super dünnes Gerät, fühlt sich toll an, hat gute Kamera drin, alles Mögliche für gutes Geld, für wirklich gutes Geld, was waren es, 3? Ja, einfach um 300 Euro rum. 350, irgendwas in der Richtung. Und halt eben die A-Serie, Mittelklasse-Telefon von Samsung, wo man einfach auch ruhig zugreifen kann. TouchWiz, all das, was wir vorher schon erzählt haben, da gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Genau, als Kamera hat es dann halt einen kleinen Notch. Also im Endeffekt ja auch nur so knapp größer als ein kleiner runder Kreis. Ach, don't call it Notch. Drop Notch. Ja, ja. Jeder nennt es auch anders. Er hat selber gesagt, x Namen dafür halt, aber genau. Wenn wir Notch sagen, weiß halt jeder Bescheid. Was wir meinen, genau. Ja, rückseitig Triple 2, 2 Kamera, glaube ich. Ja, bin ich mir sicherlich nicht 2 oder 3. Auf jeden Fall eben, wie gesagt, wenn es interessiert, wer mittelpreisig unterwegs ist, unbedingt anschauen. Von da aus ging es dann zum 5G, das haben wir ja schon besprochen. Genau. Und dann war es fertig. Dann waren wir fertig. Das war die Standtour bei Samsung. Genau. Wie gesagt, also im Endeffekt im Kern die spannendsten Sachen waren natürlich, man will halt das Flagship sehen, das S10 bzw. S10 Plus. Aber die anderen Sachen auch total spannend. Gute Technologie, schönes Design. Wir wurden ja gefragt, profimäßig, was man eigentlich machen sollte, was bis jetzt niemand gemacht hat außer Samsung, was uns am besten gefallen hat. Das waren die Ersten, die das uns gefragt haben. Ja. Das S10 Plus. Du, weil groß ist, hast du gesagt? Genau. Also im Endeffekt halt, ja, also im Endeffekt interessiert mich halt das Flagship-Telefon, genauso wie mein iPhone hole. Und dann gefühlt eher das Größere, weil ich mich irgendwie an die Größe rangetastet habe mittlerweile und das ganz, also für mich einfach ein gutes Format finde, wenn es ein bisschen größer ist, zum Arbeiten wie auch zum Vergnügen für Entertainment. Genau. Bei mir wäre es gewesen wegen der Doppelkamera vorne, ganz einfach, weil bessere Selfies. Ja, ja, und ja. Bei Kameras entspannt, Selfies ist ja nicht so mein Ding. Du nie. Nee. Ach, ich nie. Genau. Ich will nicht im Internet auftauchen. Genau, habe ich auch schon gehört. Geht mal auf seinen Account bei Instagram. In diesem Sinne, Achim, das war's, glaube ich, bei Samsung. Genau, das war's bei Samsung. Schöne Tour und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann, tschüss.